Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Sam, Hartman hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lüften. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien. Sowie, in Extremfällen, gewalttätigen und suizidalen Impulsen.
Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Ich habe dein PB mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die PB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Hallo, wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden.
Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Pass auf ihn auf, das verspreche ich dir.
Sam, hier ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Bognor City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Der letzte leere Sturz in Central North City hat zu einem Lieferstillstand geführt. Bis jetzt. Bei diesem Auftrag lieferst du Nootropika aus. Oxytocin, um genau zu sein. Oxytocin verringert Stress effektiv. Und zwar so gut, dass einige Leute es Liebes- oder Glückshormon nennen. Integriere die Wegposten mit dem Qubit ins Netzwerk, sobald du den Job abgeschlossen hast. Sam. Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Auftrag zugewiesen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Sam, hast du die Ausrüstung dreifach geprüft?
Sam! Siehst du das Schild dort drüben? Du kannst auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten, was dir gerade einfällt. Sam, selbst die besten Boten verlieren mal ihre Fracht. Aber du bist besser als die Besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Wenn du auf herrenlose Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odra-Deck verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Vergiss nicht, Sam. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, dass du lieferst. Ausgesetzt sind. Setz dich dem Regen nicht länger aus als unbedingt nötig. Come on.
all dem ist der gestrandete Tod schuld. An den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Tod, diesen ganzen Mist zu überwinden. Thank you.